und herzlich willkommen beim Gaming-Philosoph. Heute gehen wir der Frage auf den Grund, was es eigentlich mit dieser mysteriösen Einblendung vor jedem Assassin's Creed-Spiel auf sich hat. Wir werden über Assassinen, Templer und ihren ewigen Konflikt sprechen und in diesem Zusammenhang über diese beiden Herren. Aber das ist eher was für später. Erst ein kurzer Abriss der Handlung. Die Assassin's Creed-Reihe erzählt die Geschichte von zwei Geheimorganisationen, die über Jahrhunderte hinweg einen geheimen Kampf um die Geschicke ihrer Zeitgenossen ausfechten. Interessant ist hierbei, dass sie dabei zwei unterschiedlich gleiche Konzepte von Religion vertreten. Besonders deutlich wird uns dieser widersprüchlich erscheinende Gegensatz in Assassin's Creed 1 bei dem Attentat auf Siedbrand in Akkon, das uns erstmalig die Gemeinsamkeiten und Unstimmigkeiten von Assassinen und Templern deutlich macht. Seht selbst! Tut mir nichts. Habt ihr Angst? Natürlich habe ich Angst. Dabei seid ihr doch bald völlig sicher. In den Armen eures Gottes. Haben meine Brüder euch nichts gelehrt? Ich weiß, was mich erwartet. Uns alle. Wenn nicht euer Gott, dann was? Nichts. Nichts erwartet uns. Und das fürchte ich. Ihr seid ohne Glauben? Wie könnte ich, bei all dem, was ich weiß, was ich sah? Unser Schatz ist der Beweis. Beweis für was? Dass dieses Leben alles ist. Der Schatz, die sogenannten Edensplitter. Übermächtige Artefakte, die die Macht besitzen, Menschen durch Suggestion zu beeinflussen, enttarnen alle Religionen der Welt als Konstruktionen, die allein auf die Leichtgläubigkeit der Menschen und die manipulativen Kräfte der Edensplitter zurückzuführen sind. Dieses Stück Silber hat Adam und Eva verbannt, hat Dauben in Schlangen verwandelt, das Rote Meer geteilt. Eris nutzte es, den Trojanischen Krieg zu beginnen. Und mit ihm hat ein armer Zimmermann Wasser in Wein verwandelt. Er erscheint recht schlicht für all die Macht, die ihr ihm zuschreibt. Wie funktioniert er? Wer ihn besitzt, kontrolliert die Herzen und Geister all derer, die ihn ansehen. Die ihn kosten, wie man sagt. Al-Mualim spielt hier auf einige zentrale Religionsmythen an, wie der Sündenfall Evas, Moses Audienz beim Pharao und das Führen der Israeliten ins gelobte Land, sowie das schicksalshafte Paresurteil und schließlich das Wunderwirken von Jesus, die alle ausschließlich das Produkt der Edensplitter gewesen sein sollen. Das alles sind hochspannende Mythen, die sowohl in der Renaissancekunst als auch im Videospiel immer wieder künstlerisch aufgegriffen werden. Aber das sollten wir uns für eine andere Episode aufheben, sofern ihr dazu Lust habt. Aber zurück zur Philosophie. Assassinen und Templer haben also eines gemeinsam, dass sie beide über den Konstruktcharakter von Religion Bescheid wissen. Aber, und hier kommen wir zum Knackpunkt dieser ganzen Serie, was sollen wir mit diesem Wissen anfangen? Die Assassinen geben darauf eine klare Antwort. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt, lautet ihr Credo. Und damit stehen sie ganz in der Tradition von diesem Herrn und seiner philosophischen Theorie des Nihilismus. Denn das Assassinen-Credo setzt sich aus zwei zentralen Forderungen Nietzsches zusammen, der Dekonstruktion von Wahrheit und Wirklichkeit und der Überwindung jeglicher Werte, insbesondere dem Wert des Guten und des Bösen, des Moralischen und des Unmoralischen. Nietzsche und die Assassinen feiern den Tod der Religion und die Überwindung von den damit verbundenen Wertesystemen und emotionalen Bindungen. Allerdings verlieren die Assassinen damit etwas sehr Wertvolles, nämlich den Sinn des Lebens, wie selbst Nietzsche feststellen muss. Denken wir diesen Gedanken in seiner furchtbarsten Form, das Dasein, so wie es ist, ohne Sinn und Ziel, aber unvermeidlich wiederkehrend, ohne ein Finale, ins Nichts, die ewige Wiederkehr, das ist die extremste Form des Nihilismus, das Nichts, das Sinnlose, ewig. Das ist der Zeitpunkt, an dem die Templer ins Spiel kommen.
Aber das lassen wir lieber Gouverneur Laureano de Torres erklären. Verinnerlicht und achtet unsere Absichten. Führt alle verirrten Seelen, bis sie auf dem rechten Weg sind. Leitet alle verirrten Triebe, bis die Leidenschaft sich abkühlt. Lenkt alle verirrten Geister zu sauberen Gedanken. Im Lichte des Vaters des Verstehens. Lasst uns zu Werke gehen. Die Templer geben sich nicht einfach mit dem Tod der Religion und der darauf folgenden Sinnlosigkeit des Daseins zufrieden. Sie machen mit Hilfe der Edensplitter stattdessen ganz einfach eine neue Religion auf, die sie mit neuen Wertesystemen füllen, um damit den Menschen wieder Sinn und Motivation zu verleihen und Ordnung und Sicherheit unter den Menschen zu erzwingen. Was wollen er und seine Gefolgsleute? Eine Welt, in der alle Menschen eins sind. Ich lehne dieses Ziel nicht ab. Ich teile es. Aber ich nehme Anstoß an der Art und Weise. Frieden muss erlernt werden. Verstanden werden. Willkommen geheißen werden. Er wollte es erzwingen. Und uns unseres freien Willens berauben. Religion wird von vielen Staatsphilosophen als notwendig zum Funktionieren einer Gesellschaft empfunden. Wie von dem altpersischen Philosophen Zarathustra oder auch Friedrich dem Großen. Aber ich möchte in diesem Zusammenhang auf diesen Vertreter jener Denkweise zu sprechen kommen, weil er den demokratischsten und interessantesten Ansatz vertritt. Rousseau stellt sich ganz genau wie die Templer eine Religion vor, die nur den Zweck hat, den Menschen in gewisse gemeinnützige soziale und sittliche Bahnen zu lenken. Er nennt dieses emotionale Konstrukt, das jedem Bürger eines Staates die ihm abverlangten Pflichten lieben lässt, eine Zivilreligion. Wir sind hier also auf zwei unterschiedliche philosophische Gruppen gestoßen, die auf demselben Ausgangspunkt basieren, dass Religion nicht mehr als eine Erfindung ist. Die Assassinen überwinden die Religion mit Nietzsche und fordern die Menschen auf, ihrer individuellen Vernunft und ihrem freien Willen zu gehorchen, während die Templer mit Rousseau die Religion wiederbeleben und geschickt und listig einsetzen, um die Menschen mithilfe von Glauben zu gutem und moralischem Handeln zu zwingen und damit Sicherheit und Ordnung zu garantieren. Assassin's Creed erzählt die gesamte Menschheitsgeschichte als ein nie endendes Ringen zwischen diesen beiden Philosophien. Ein Ringen von Vernunft und Glauben, Freiheit und Ordnung, Anarchie und Herrschaft, Egoismus und Solidarität. Das war die erste Episode des Gaming-Philosoph-Projekts. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Folge und sie hat euch etwas zum Denken und Diskutieren gegeben. Aber nun seid ihr nochmal gefragt, welchem Spiel, welchem Thema, welcher Frage soll das Gaming-Philosoph-Projekt als nächstes nachgehen? Schreibt mir doch eure Gedanken, Vorschläge und eure Kritik bitte in die Kommentare. Danke fürs Zusehen und hasta luego! Übrigens, wer Spaß an Animes, AMVs und Parodien hat, schaut doch mal bei diesen Kanälen hier vorbei. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.